Moin moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr diese leckeren Würste in eurem Zauberöfchen, dem Philips Airfryer, zu richtig geilen Grillwürstchen verwandeln könnt. Ich habe hier als Beispiel dicke und dünne Lange. Das sind einfache Bratwürste. Ich habe jetzt keine extra teuren geholt, weil die schmecken mir auch. Entschuldigung. Also, diese ganz normalen Bratwürste knallen wir jetzt mal rein. Wir nehmen eine dicke und eine kleine als Beispiel. Rein in den Ofen damit. Und dann setzen wir die Zeit auf 3 Minuten und Temperatur auf 200 Grad. So, die 3 Minuten sind rum, raus mit den Freunden. Und jetzt müssen wir sie einmal umdrehen. Weil jetzt sozusagen sind sie einmal so ein bisschen angechillt und jetzt haben sie noch eine kleine Relax-Zeit. Und jetzt geht's erstmal richtig los. Jetzt gehen sie nämlich nochmal zurück ins Öfchen. Das heißt also das Slide-Ding wieder rein. Und jetzt, wir timen nochmal 4-5 Minuten dazu. Das kommt halt drauf an, wie braun ihr sie gerne mögt. Nach insgesamt 3 plus 4, also 7 Minuten im Airfryer, sehen unsere Würstchen so aus. Und ich finde, sie sehen klasse aus. Sie sind knackig, sie sind lecker. Ich habe sie gegessen und ich bin absolut davon überzeugt, dass es absolut cool ist, im Airfryer Bratwürste zu machen. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.